Hallo zusammen. Heute ist mal wieder ein bisschen Sonne, nachdem es viel geschneit hat, geregnet hat. Der April ist ziemlich durchwachsen zu Ende gegangen. Jetzt haben wir den 2. Mai heute und da dürfen die Chilis mal wieder ein bisschen Sonne tanken und bei der Gelegenheit zeige ich euch mal ein bisschen, wie der Stand der Dinge gerade so ist. Hier stehen meine Carolina Reaper im 1,5 Liter Topf. Es wird Zeit, dass ich sie umtopfe. Töpfe habe ich, aber Erde brauche ich noch ein bisschen. Und da hinten ist eine, die ich bereits umgetopft habe. Die sitzt schon im großen Topf und wächst munter vor sich hin. Die zwei hier vorne sind von Terra Sweet. So, und das Gestrüpp hier vorne an, mit den violette Blüten, im Moment noch grünes Laub, das wird sich aber auch noch ändern, anders als bei der Demon Red. Diese drei Pflanzen hier, 1, 2, 3, da ist gerade noch eine Blüte abgefallen, also die hier verzweigt sich ziemlich weit. Hat viele Blütenansätze. Ja, ich glaube hier könnte eventuell, ja da ist ein kleiner Fruchtansatz da. Da vielleicht auch. Aber die meisten fallen hier ab und da ist auch eine kleine Frucht, die wächst. Aber hier haben wir zwei. Das Interessante ist, die sind ja wesentlich kleiner, haben aber schon eine reife Frucht. Die wachsen einfach nicht höher im Moment. Die muss ich dann halt mal gucken, wenn ich sie auch umtopfe, wie es dann wird. Aber momentan ist es so, dass sie das Wachstum komplett eingestellt haben, dafür aber jeweils eine Miniaturfrucht abreift. Besser noch sieht es jetzt bei den Jalapenos aus. Da wachsen doch schon ein paar Früchte heran. Da hinten ist noch eine. Da und hier. Die sind auch alle noch im 1,5 Liter Topf. Es wird Zeit, dass ich da jetzt mal umtopfe. Ja, und dann habe ich noch meine Gemüsepaprikasorten. Bei der hier, das ist eine Snackpaprika, gibt es zwar einiges an Blüten, obwohl. Hier oben sieht es aus, als wäre da die Möglichkeit, dass da was wächst. Aber die hier ist bereits da. Ist eine Snackpaprika, keine Jalapeno, auch wenn sie jetzt im Moment noch so aussieht. Also das hier ist auch eine Snackpaprika. Und das hier so eine lange Spitzpaprika, die mittlerweile auch schon umgefärbt hat, also anfängt umzufärben. Im Moment ist es so bräunlich, an manchen Stellen leicht rötlich und an anderen wieder noch grün. Ich weiß jetzt nicht, wie das im Video zu sehen ist, auf dem Display mit dem Licht, kann ich das nicht so richtig erkennen. Ja, das sind also mal ein paar von denen, die ich jetzt da habe. Die restlichen kommen jetzt auch noch auf den Balkon und gießen muss ich auch wieder. Ein paar lassen schon böse die Blätter hängen. Das war's fürs erste Mal. Kurzer Zwischenbericht. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.